Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aquarinas. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht seid ihr aber auch zum ersten Mal mit dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, mich haben tatsächlich ein paar Paketchen erreicht. Plus, ich verrate euch schon mal so ein bisschen, was uns am Sonntag erwartet. Denn am Sonntag, Trommelwirbel, werden wir endlich das Frühlingsaquarium machen. Im Sommer. Man kann ja schon sagen, wir haben Sommer. Aber ja, das Frühlingsaquarium steht ja noch aus. Ich hatte es vergessen. Auf jeden Fall, diesen Sonntag werden wir das angehen. Und ich zeige euch schon mal so ein ganz klein bisschen, was auf euch uns zukommt. Und ja, würde sagen, wir starten. Also heute, Leute, werden wir definitiv ein bisschen was auspacken. Ja, denn ich habe da so ein bisschen was erreicht. Und zwar, das kam von einem lieben Zuschauer, der ja Dünger geschickt hat. Ja, denn ich habe es immer noch nicht geschafft, Dünger zu kaufen. Das kam mir jetzt vollgelegen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob ich den Namen nennen darf, deshalb lasse ich es einfach. Und zwar haben wir einmal Zubehör und Dünger. Ja, einmal Eisen und NPK, Leute. Also, wo ich das gesehen habe, habe ich gecheckt, so, okay, du bist so ungebildet, was Dünger angeht, ja, denn ich dachte, NPK wäre eine Marke. Lassen wir das mal so stehen und auf uns wirken. Okay, und hier haben wir auf jeden Fall noch das drin. Ja, das ist, glaube ich, für den Boden. Und zwar Super Red. Wurzeldünger für Wasserpflanzen. Das hier hatte ich ja auch tatsächlich schon mal von irgendwo bekommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Bei irgendeiner Bestellung oder so war das dabei. Naja, damit sind wir doch ausgestattet für unser Pickelsack. Vielen Dank an dieser Stelle an den Menschen, der mir das geschickt hat. Ja, und da werden wir uns einfach austesten. Ja, dann brauche ich ja doch keinen Dünger kaufen. Ich hätte jetzt sonst noch einen bestellt. Dann irgendwann mal, wenn ich dazu komme. Genau. So, wir gehen an das nächste Paket und ich glaube, wir machen da mit dem Nils weiter. Beziehungsweise, Leute, stimmt, das muss ich jetzt auch mal zeigen, weil ich es so süß fand. Also heute ist irgendwie ein bisschen außerplanmäßig. Naja, und zwar, sie wird sich jetzt freuen, wenn sie das sieht. Ich habe was geschenkt bekommen. Mit Karte. Ist das nicht süß? Ja. Also nochmal generell ein Dankeschön an die, die ja, immer mal was schicken oder generell, wenn ich was geschickt bekomme, ich freue mich riesig und oft kommt es unerwartet. Denn sind ja ein paar Füchse dabei, die sich damals bei meiner Aquarienversendung sich meine Adresse gemerkt haben. Aber ja, nee, also freue ich mich auf jeden Fall, ja. So, und jetzt kommen wir zum Paket vom lieben Nils. Der Nils hat nämlich, ist schon ein bisschen was her, hatte er die Idee oder, nee, ich hatte ihm mitgeteilt, dass meine Burma-Stichlinge sich super gerne in den Röhrchen aufhalten. Und da hatte er die Idee, ja, mir nochmal welche zu schicken. Dazwischen waren noch die Nadeln eingezogen und er meinte, er hätte auch was für die Süßwassernadeln eingepackt. Deshalb können wir gespannt sein. Ich weiß also gerade gar nicht, was mich erwartet. Ich bin total uninformiert. Oh, eine Karte. Ach, ihr seht es gar nicht. Ist schon langweilig, wenn ihr nichts seht. Ne? Okay, wir müssen es so halten. Eine Karte. Dankeschön. Sagt Tüle Milani, SP Polkadot, Herkunft Sulawesi. Auch cool. Nils, mal so eine Idee. Wie wäre es denn mit so ein paar Memory-Karten? Wie wäre das? Hm? Vielleicht noch mit anderen Tüle Melania, so ein Memory for
crazy Aquarianer. So. Kam mir gerade, weil das sitzt, es hat so die Größe, oder Leute? Das irgendwie erinnert mich das daran. Okay. Naja, wir fangen an. Ich bin total gehypt und gespannt. Ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht. Spinks. Okay, das hier, das ist jetzt außerplanmäßig. Moosrückwand. Da bin ich sehr gespannt, Leute. Das müssen wir uns dann mal im Detail angucken, okay? Aber das machen wir nicht heute. Das sprengt das Video, glaube ich. Denn wir haben noch das ein oder andere vor uns. Ach, die kennen wir doch auf jeden Fall. Ach ne, die kennen wir nicht. Die kennen wir nicht. Das ist ja crazy. Das muss ich auch selber mal gucken hier. Ach, die sind jetzt alle so. Das ist ja crazy. Ich muss das gerade auf mich wirken lassen. Denn ich finde dieses Design viel cooler als das andere. Sind das jetzt die neuen Röhren oder gibt es die alten auch noch? Leute, das sieht doch voll cool aus. Das hat Individualität, also generell ja sowieso, aber das habe ich noch nirgendwo gesehen. So ovale und das hier auch, das ist auch cool. Naja, okay, da werden sich auf jeden Fall die Tiere sehr freuen. Oh. Was? Aquascaping Sandflattener. Sandflatten, was? Ich bin uninformiert, nennt man das Gerät so? Oh Gott, das ist richtig schlecht hier. Sandflattener? Kann ich ja hier aussprechen. Okay, wir gucken uns den Sandflattener mal genauer an. In Blau. Oh, was will ich auch, Nils? Also ich meine, jetzt habe ich es. Aber ich hätte das voll gerne in Pink. Nils, wir müssen noch mal reden. Ich brauche das in Pink oder so. Mit Glitzer. Das ist ja cool, Leute. Wie cool ist das denn? Endlich habe ich was, um mein Aquascaping professioneller wirken zu lassen. Nils? Ich muss mit Nils noch mal reden. Aber sehr cool, ja. Gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, ich brauche das irgendwie noch in Pink. Okay, wir beginnen mit dem nächsten Produkt. Was ist denn das? Moment, dreh euch. Ich glaube, es gehört zusammen, oder? Okay, Leute, vielleicht erwartet uns noch was anderes. Ich würde ja jetzt vielleicht noch eine Pinzette erwarten, aber ich glaube, das springt den Rahmen. So, was haben wir? Ja, jetzt ist die Verwirrung komplett. Cube-Einfülltrichter. Für Wasser. Ich denke, oder? Hätte ich jetzt so gesagt. Das ist auch eine richtig gute Idee. Das ist auch was, was ich brauche. Denn ihr wisst, wenn ich Wasser einfülle, ist Katastrophe. Vollste Katastrophe. Immer, jedes Mal. Denn, ihr wisst, ich bin immer noch der Kanister mit Kanistern unterwegs. So, das finde ich cool. Ja, hier so kann man so einhängen. Dann kann man da das Wasser reinmachen. Und dann kommt es hier so geteilt wieder raus, damit die volle Wucht nicht, ihr wisst schon, mega gut. So, das ist vielleicht dann eher was für die Grundeln oder vielleicht für die Kampffische. Ja, aber wie praktisch, dass zwei drin sind, dann kann ich das ja aufteilen. Crazy, einfach voll crazy. OxyCave Mini, der guckt auch schon. Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht, ne? Der Bohrmer da, der guckt aus seiner Schrumpfpaddel. Röhre heraus, aber jetzt bekommt er ja hier was viel crazigeres. So, jetzt brauchen wir einen Oxidator. Wenn man einen braucht, ist keiner da. Aber ich hatte doch, Moment. Ah,
habe doch hier meine Krimskrams-Kiste. Kennt ihr das? Habt ihr auch so eine? Die ist wirklich schrecklich. Also die hatte mal Potenzial, gut zu werden, gut sortiert zu sein. Und dann hatte ich geshoppt und dann endete sie so. Und jetzt ist sie so, dass man keine Lust hat, mehr reinzugucken. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so voll und chaotisch. Da möchte man, eigentlich möchte man die nur zur Seite schieben. Oxidator. Hier ist unser, wie hieß das, Oxy? Moment. Ich habe die Tüte schon weggeschmissen. Oxycave Mini. Nee, jetzt, wenn ich hier was falsch mache, es tut mir leid. Ich glaube, es ist richtig so, oder? Und drumherum können wir dann ein bisschen Moos pflanzen. Kann man das auch auseinandernehmen oder ist es so, ist es schon so fest? Nee, ich glaube, das sollte man nicht versuchen. Auf jeden Fall eigentlich eine coole Idee. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist hier so drin und hier außen rum pflanzen wir so ein bisschen Moos und dann wächst es so zu und dann kommen da so aus dem Moos heraus so Bläschen. Das sind so viele neue Sachen. Okay, wir kommen zu dem nächsten. Soil Background M. Background M. Okay, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist, wenn man, also ihr wisst ja, Caridina Aquarien laufen ja normalerweise mit Soil. Kann man auch ohne. Und das ist jetzt was für die Leute, die das eigentlich ohne haben wollen. Denn den Soil muss man ja regelmäßig austauschen, weil er irgendwann seine Wirkung verliert. Und ich weiß nicht, ob er dann eine gegenteilige Wirkung hat. Auf jeden Fall macht man das so. Ich habe das noch nie gemacht, aber man macht das so. Okay, und das hier ist, glaube ich, was für Leute, die als Bodengrund gar keinen Soil haben möchten, sondern irgendwie was anderes, Kies oder Sand. Und wollen aber auf die super Eigenschaften des Soils nicht verzichten. Die nehmen doch einfach von Shrimp Puddle eine Soil Background in Größe M, S oder vielleicht hat er auch L, das weiß ich jetzt nicht. Steht hier aber auch nicht. Und dann kann man das einfach ins Aquarium hängen. Ja, hat die Vorteile dadurch. Und dann kann man das ganz einfach austauschen, wenn es verbraucht ist. Innovativ halt. Ja, Leute, ich glaube, das war es. Ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich wieder so viele Pakete. Freut sich der Müller immer nicht. Okay, so viel zu Shrimp Puddles, neuen Produkten, die Produkte vom lieben Nils. Und Nils, wir müssen noch mal reden. Es fehlt eine Pinzette. Wunderschön. Gefällt mir alles sehr gut, ist alles irgendwie mal was anderes so. Das hat man noch nicht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Paket, denn hier erwartet uns Produkte für den Sonntag, für unser Frühlingsaquarium, Leute. Und an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, ich habe auch schon einen Teil ausgepackt. Aber ja, das war jetzt ein Paket, was so ein Nachzügler war. Keine Ahnung, was da passiert ist. Es kam irgendwie eine Woche später. Spricht ja nicht gerade für den Online-Shop. Aber wir behalten mal für uns, welcher das ist. Ich packe ja jetzt das Paketchen. Also ist auch nicht viel Pflanze drin. Wie gesagt, das ist ein Nachzügler. Nachzügler. Ja, komisch an. Denn das eigentliche oder die eigentlichen Sachen sind schon mit einem anderen Online-Shop gekommen. Aber ja. Das finde ich ja auch immer praktisch. Ja, das gibt es ja bei Garnelio auch immer. Gepackt von, in diesem Fall Sonja. Sonja, falls du das siehst und jetzt hier ein Fehler entstanden ist, stell dich schon mal drauf ein. Nee, Quatsch. Okay. Naja, ihr wisst, jetzt habe ich alles zugebaut. Da komme ich gleich überhaupt nicht mehr durch. Aber okay. Ihr wisst, das Frühlingsaquarium steht an und genau, ach, jetzt habt ihr schon, nee, ich glaube, oder ein bisschen konnte man erkennen. Ihr könnt ja an dieser Stelle mal raten, was ihr denkt, wie das Frühlingsaquarium aussehen wird. Es wird diesmal komplett anders aussehen, denn, naja, ich habe mir ja auch Gedanken gemacht, was habe ich hier schon, was will ich jetzt nicht noch das 80. Mal. Und
habe einfach mal ein bisschen was anderes besorgt und mich vorbereitet. Und ich bin so gespannt, was sie sagt. Und ich bin auch gespannt, ob es auch gut wird. Ich weiß nicht. Manchmal ist es ja so, wenn man neue Dinge im Leben probiert, ist das nicht immer so das Optimalste. Aber ja, muss auch mal was Neues machen, nicht wahr? So. Naja, ihr könnt euch jetzt, wie gesagt, Gedanken darüber machen, wie denn das Frühlingsaquarium gestaltet wird, ja? Was für Farben wir verwenden werden, ob es Farben gibt. Leute, dadurch, dass ja schon eigentlich Sommer ist und ich schon irgendwie so in der Sommerstimmung, hätte ich das Aquarium irgendwie fast echt sommerlich gemacht, so geplant. Aber naja, Frühling ist ja dann doch noch mal ein bisschen anders. Okay, Leute, und zwar habe ich besorgt, warum ist das denn hier so doppelt und dreifach? Mein Gott, oh Gott, die sieht sehr unglücklich aus. Ja, naja, gut, da gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und zwar ist es die Jade, die sehr traurig aussieht. Und die andere ehrlich gesagt auch. Uiuiuiui. Da ist nicht mehr so allzu viel Leben drin. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir gucken mal, was wir gerettet kriegen, nicht wahr? Nicht gleich aufgeben. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Das ist ja schon wieder voll das Drama. Naja. Wenigstens haben wir noch das Rhizom. Ist das noch in Ordnung? Naja, auch nicht so richtig. Moorlandschaft. Ja, immerhin haben wir... Naja, was soll man sagen? Okay, ja, auf jeden Fall war es geplant, diese Pflanze zu verwenden. Okay, zudem habe ich noch eine andere Anubia-Art besorgt, und zwar die Anubia Pinto. Ja, und den Rest verrate ich euch noch nicht. Sonst habe ich ja schon alles verraten. Ja, aber wobei? Nee, oder? Doch, doch, ich zeig's euch. Und zwar. Das ist schwer, mein Gott. Oh, das ist genau die falsche Seite. Okay, pass auf, Leute. Ich habe meine Regel gebrochen. Und zwar haben wir hier heute den Oasesäu in Braun, Leute. In Braun. Er ist, wie ich finde, irgendwie dunkler als wie abgebildet. Das wirft meinen Plan nur ein ganz bisschen durcheinander. So viel dazu. Ja, das kommt auf jeden Fall in unser Frühlingsaquarium. Ein bisschen was Neues, ein bisschen was, ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr ja mal so ein bisschen raten, was uns denn oder was ihr denkt, was im Frühlingsaquarium noch so unterkommen wird. Jetzt habt ihr so ein paar Eckideen von mir. Wie gesagt, was ich mit dieser Pflanze mache, weiß ich noch nicht. Leute, kann man die noch retten? Das Ding ist, es war super schwierig, an die Jade dran zu kommen. Ja, es gibt zwar ein paar Seiten, wo es die noch gibt, aber diese Seiten, das sind jetzt auch nicht unbedingt so Aquaristik-Seiten. Ja. Wenigstens haben wir hier noch so einen kleinen Fitzel. Der wird bestimmt überleben. Aber der Rest vom Schützenfest, ich weiß ja nicht, das sieht irgendwie so ein bisschen tot aus. Immerhin haben wir uns gefreut über seine Produkte. Ja, finde ich sehr cool. Und Leute, das war das Video schon. Das war's schon. Es ist heute nur Auspacken gewesen. Ja. Naja. Aber an dieser Stelle, Leute, ich könnte euch ja mal kurz zeigen, was mich denn hier manchmal so erreicht. An Fanpost ist komisch, das sage ich jetzt so nicht. An Zuschauerpost, ja. Ist das nicht schön? Ja, freue ich mich auf jeden Fall immer über so Sachen. Ja, ist irgendwie so surreal für mich. Keine Ahnung, dass ich irgendwie, weiß ich nicht. Dann, ich denke immer so, ich kriege Post und ich denke so,
Okay, von wem, wer ist das? Okay, bei, ey, stopp. Bei Sabrina wusste ich, dass es Sabrina ist. Aber trotzdem, manchmal ist es so unerwartet. Und dann denke ich so, ach ja, ich habe ja einen YouTube-Kanal. Das ist so komisch. Okay. Leute, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es heute nur irgendwie auspacken war. Aber ich mache das ja eigentlich echt gerne. Und vor allem, wenn es Sachen sind, die ich nicht kenne, die neu für mich sind, so, ja. Wie sowas oder sowas. Naja. Okay, wie gesagt, Sonntag, Frühlingsaquarium. Ich bin selber gespannt, wie es wird, wenn ich das hier sehe. Ich muss vielleicht improvisieren. Aber gut, wer bin ich, wenn ich nicht improvisieren kann? Ja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich am Sonntag wieder, wenn es heißt, der Frühling ist los. Ach verdammt, ich wollte irgendwie einen Reim machen, hat nicht funktioniert. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann ein paar wunderschöne Tage. Bis dann. Tschüss.